Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Remastered This War of Mine. Wir erinnern uns, wir sind in der Altstadt und da steigen wir jetzt auch direkt ein, denn Jan, unser freundlicher Computerexperte, der es einfach gut drauf hat mit elektronischem Equipment, der schaut sich jetzt hier mal um und versucht sich dabei vor allem auf den Erhalt von medizinischem Equipment zu konzentrieren. Das ist wieder eine Ratte, die uns da versucht hat, Angst einzujagen. Aber ganz im Ernst, selbst wenn hier jemand ist, ist auch ein kleines Gebiet. Das werde ich wohl irgendwie im Griff haben. Das ist wieder eine Kommode mit einer kleinen Geschichte. Reinforced doors, a door and recent blueprints indicate some people had chosen Spring as a refuge before was hit by a shell. Okay, also hier haben sich also Leute verschanzt, aber dann wurde das Ding hier wohl einfach weggebombt. Was kacke ist das? Ein Rollstuhl haben wir hier. Da komme ich nur von der anderen Seite ran. Dann rennen wir mal wieder nach oben. Das Wohnzimmer, das hier noch in Flammen steht. Ich meine, so viel wie hier... Ist das eine Ratte? Ja, ich denke schon. Ach, hier kann ich mich hinsetzen. Okay. Ich meine, so viel wie hier echt am Brennen ist, wundere ich mich, dass dieses ganze Ding nicht schon viel früher komplett abgebrannt ist. Ja, mehr Holz sammle ich mal nicht. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder komplett wegwerfen. Das hier oben ist übrigens ziemlich sicher eine Ratte. Woher weiß ich das? Ja, die können weg. So. Weil die Tür sich da oben nicht öffnet. Man würde das ja sehen, dass die Tür sich aufmacht. Und ja. Gut, dass ich Lockpicks dabei habe. So kann ich jetzt schon mal hier durchgehen. Und komme damit dem Medizinschrank hoffentlich ein Schrittchen näher. Was haben wir hier? Ein nicht versandter Brief. Liebe Mutter, wir leben alle im unglaublichen Stress. Aber es sieht so aus, als könnte Robert es nicht mehr aushalten. Okay, anscheinend scheint hier eine Gruppe sich wirklich zurückgezogen haben, aber diese Gruppe scheint sich irgendwie untereinander komplett fertig gemacht zu haben. Scheiße. Komisch, dass sich in dem Automotor kein elektronisches Kleinteil befindet oder Kleinzeug befindet. Krass, ein Panzer. Wie geil ist das denn? Dann versuchen wir uns mal hier durchzuschlagen. Hätte ich mal eine Schaufel mitgenommen, sowas Blödes, aber... Ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber da will ich jetzt auf jeden Fall noch hin. Und dann gehe ich hier noch mal in den Kellerbereich, gucke nach, ob ich da die Metz finde. Und dann gucke ich, ob ich noch schnell nach oben kann. Und wenn nicht, gehe ich jetzt noch mal in der nächsten Nacht hin, denn das ganze Haus scheint ja wirklich komplett verlassen zu sein. Man sieht es mal wieder, ohne Schaufel dauert das echt eine ganze Zeit lang. In der Ingame-Zeit, glaube ich, kann das sogar bis zu einer Stunde in Anspruch nehmen, oder? Jetzt haben wir 0.30 Uhr. Wann haben wir angefangen mit dem Graben? 0 Uhr. Eine Stunde lang schlägt sich Jan jetzt hier nachts durch. In der leisen Hoffnung, aus dem Panzer irgendetwas herausziehen zu können. Ne, es dauert sogar mehr als eine Stunde Ingame-Zeit, krass. Ah ja, am falschen Ende gespart. Die Säge hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Oder die Sägen. Und hätte einfach die blöde Schaufel mitnehmen können. Sowas Blödes. Ärgerlich ist das. Richtig ärgerlich. Schaffle Häuser. Häuser baule. Ja. So auch für mich die sechste Stunde, ne? Endlich. So, gucken wir uns erstmal hier um. Naja, wenigstens wieder eine... Was zur Hölle? Ach du Scheiße, das ist ein Sniper. What the fuck? Da war ja auch die Warnung. Ach du Scheiße. Das hätte mich jetzt echt erwischen können. Ich trau mich. Für so einen Scheiß bin ich jetzt hergerannt. Ach du Scheiße. Schnell. Oh. Ey, kacke, ich hätte jetzt hier echt verrecken können. Ja, das hätte mich jetzt echt getroffen, wenn es auch noch ausgerechnet Jan... Ich meine, Jakob zu verlieren war schlimm genug, aber Jan zu verlieren, das hätte mich wirklich fertig gemacht jetzt. Da weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Mann, ey. Boah, Wahnsinn, hier ist wieder einiges an Materialien.
Aber ich will hier irgendwie nochmal Metz finden. Ah, das ist also verführerisch, so viele gute Sachen. Broken Weapon Parts, dann lassen wir den hier aber zurück. Gucken wir in den Schrank hier rein. Oh Gott, ist das alles geil. Ja, was lassen wir jetzt mal zurück hier? Die Zigarette. Oh, ein Shotgun. Krass, super. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Ausbeute. Heftig. Ich glaube, wir lassen einfach mal das Holz zurück. Und nehmen jetzt hier nochmal ein bisschen was Sinnvolleres mit. Ein Stück Parts lassen wir auch zurück. Nehmen die Zigaretten noch mit. Und knallen jetzt hier nochmal die Tür auf. Ich renne jetzt gleich nochmal ganz schnell nach oben. Das müsste ich eigentlich noch schaffen können, nur um zu gucken, ob ich da oben Lockpicks oder sowas brauche. Und dann nehme ich in der nächsten Nacht nämlich gar nichts mehr mit. Dann weiß ich ja, was ich brauche. Na, von der anderen Seite war natürlich klar. Super, super, super. Eine Säge. Super. Kann ich die jetzt schon mal benutzen? 3.30 Uhr. Ja. So gegen 4.20 Uhr soll ich spätestens abhauen. Sollte eigentlich zu machen sein. Hallo? Hüpf. Wieder kann ich rüberhüpfen. Wie komme ich denn da hin? Ach, hier konnte ich jetzt runterhüpfen. Achso, so kriege ich dann die Tür auf. Alles klar. Das ergibt alles sehr viel Sinn. So. Kühlschrank, sind da vielleicht Medikamente versteckt? Nein, aber was zu essen. Das hole ich mir dann in der nächsten Runde. Das ist auch Wasser und Zucker. Krass, das ist ja ein wahres Paradies hier. Oh, da hat noch jemand ein Mahl gemacht. Wurde unterbrochen. Okay, jetzt muss ich zurück, sonst schaffe ich das nicht mehr. Auf zum Ausgang, Jan, auf zum Ausgang. Lauf, lauf. Schnell, schnell, schnell. Wunderbar. Ja, eine sehr lohnenswerte Nachtaktion. Mal schauen, ob wir überfallen wurden. Ich vermute nicht, denn in der Nacht danach werden wir wieder die Runde beenden und dann werde ich wahrscheinlich wieder überfallen worden sein. Ja, da oben sehen wir, wie Alex vollkommen fertig ist nach seiner Nachtwache. Wir wurden nicht überfallen. Wunderschön. Und ja, Jan ist sehr hungrig, kann sich erstmal was zu essen gönnen. Alex ist auch sehr hungrig, kann sich auch was gönnen. Philipp ist noch slightly sick und ist noch am recovern, aber dann werde ich Philipp jetzt nochmal Tabletten einwerfen lassen. Und dann kann er sich direkt wieder hinlegen und dann dürfte er eigentlich am nächsten Tag wieder vollständig geheilt sein. So. Alex ist auch very hungry. Jan legen wir mal ins Bett. Alex ist vermutlich auch noch sehr müde, aber einer muss sich ja hier um die Sachen kümmern. Und vor allem, wieso sind die Fallen denn jetzt nicht gleichzeitig fertig? Ich habe die doch gleichzeitig mit, ach so, ich habe ja bei der anderen Falle, habe ich ja Fertilizer benutzt. Und bei der einen habe ich Raw Food eingesetzt. Vielleicht ist ja, wenn ich Food, also haben die unterschiedliche Längen. Da habe ich irgendwie nie drauf geachtet. Gucken wir mal nach. How long? I don't know, aber wir können uns, denke ich, sicher sein, dass das hier also länger dauert. Ja, kacke. Egal, noch geht's ja. Wir haben 12 Grad, das heißt, wir können mal wieder nachheizen hier. Mehr geht nicht rein. Ja, dann schauen wir mal an die Workbench, was wir vielleicht noch machen können. Wir können einen Filter bauen, einen neuen, das ist doch schon mal ganz schön. Das machen wir auch direkt. Philipp erholt sich, Jan erholt sich und Alex ist da am Zimmern. Da ist jemand an der Tür und jemand bringt etwas. Ist das nicht toll? Dann setzen wir aber erst nochmal den Wasserfilter ein. Ist das die Nachbarin oder so, die sich bedankt bei uns? Das kann natürlich sein. Ich meine, wenn wir jetzt mal reingucken, waffentechnisch sind wir wirklich super ausgerüstet. Ich habe 3 Schusswaffen und 3 Bewohner, also top. Ich kann also jetzt auch nachts theoretisch problemlos eine Waffe mitnehmen, aber wir haben ja gesehen, wie das Ganze endet, wenn ich versuche, mich mit Waffengewalt durchzusetzen. Ah, sie will sich bedanken. Danke, dass ihr uns beschützt habt. Meine Schwester und ihr Ehemann haben uns besucht, sie leben woanders und ja, sie schenkt uns die Shotgun
Munition und Weapon Parts. Das nehmen wir doch sehr gerne an. Und dann gucke ich nochmal nach. Ach, der hat uns eine Broken Shotgun geschenkt. Dann gucken wir doch mal. Aber warte, erstmal die Tür zu machen. Ich glaube, es spielt wirklich keine Rolle, ob ich die jetzt zumache oder sowas, aber ich fühle mich einfach wohler dabei, wenn jetzt nicht jeder ganz offensichtlich hier reinmarschieren kann. Und dann gucken wir doch mal, ob wir uns eine Shotgun leisten können. Ja. Und warum bauen wir sie? Weil wir es können. Ist gerade wirklich eine krasse Luxussituation. Das ist richtig toll. So. Alex zimmert da in seiner Shotgun. Als Fotograf kann er das natürlich. Er braucht nur ein paar kaputte Waffenteile. Und dann ein bisschen Gaffer dran, das Ganze hält. Und dann hören wir doch nochmal rein ins Radio. Oh, jetzt kommt der Winter. Snowfall is expected in Southeast. Ja, scheiße. Das heißt, der Winter kommt, aber ich denke mal, wir sind relativ sicher. Ich sollte zusehen, dass wir noch ein bisschen... Hier steht, dass sich einige Soldaten... dass einige Soldaten anfangen, Gewalt gegenüber Zivilisten auszuüben. Also auch nicht so gut. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Brennholz uns besorgen. Ich meine, ich kann noch welches machen. Das machen wir vielleicht jetzt einfach schon mal. Und Wasserfilter baue ich auf. Im Prinzip muss ich Holz und Components holen, um ganz viel Brennholz zu machen. Holz, Components und Metz. Das sollte ich so als nächstes besorgen. Foodtechnisch sieht es ja immer noch ganz okay aus. Jan kann sich mal wieder unten hinsetzen. Und wir mal gucken, Wasser haben wir genug. Wir haben ein bisschen was zum Handeln. Wir haben super viele Waffen. Ich denke, das sieht gerade echt ganz gut aus. So. Jetzt darf Alex nach diesem harten Arbeitstag sich unten in die Alkoholkombüse legen. Und ich denke, dass wir damit dann den Tag auch beenden können. Den Tag ein Tag sein lassen können und uns in die Nacht begeben können. Und wir gehen jetzt nochmal nach Old Town. Diesmal darf Jan noch... War Jan gerade auf der Jagd? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, Alex war unterwegs, ne? Dann hält Alex Wache und Philipp schläft und wird sich dann hoffentlich erholen. Wir sehen, es gibt immer noch huge amounts of meds. Also da müssen auf jeden Fall noch irgendwo Medikamente sein. Ist die Frage, nehme ich noch eine Säge mit oder nicht? Ah, ich glaube, ich nehme nur ein Lockpick mit. Da oben, ich glaube nicht, dass ich da nochmal mich durchsägen muss. Das wäre irgendwie absurd. So, ab nach oben. Sofort nach oben stürmen. Hier kann ich jetzt ja durch. Dann gucken wir mal hier weiter. Na, direkt der nächste Lockpick. Scheiße, ey. Ich hätte vielleicht... Ah, und was finde ich? Weapon Parts. Zigaretten. Nehmen wir erstmal alles mit, was es gibt. Das hätte ich wahrscheinlich auf einer Runde gerade noch machen können. Hm. Dann schauen wir noch mal. Hier steht wieder Sniper. Robert, mein lieber Bruder, wenn du das hier liest, werde ich wahrscheinlich schon gegangen sein. Also sie sagen hier, es leben hier Räuber. Es gab eine Explosion im Haus. Ach so, sie hat ihn verlassen. Er war noch hier im Haus und seine Schwester hat ihn verlassen. Seine Schwester Nadja. Ah, sie sagt, dass sie unter dem Waschbecken in der Küche ein bisschen Supplies gelassen hat und einige Dokumente hinterlassen hat. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt in die Küche gehe, da ist es auch, jetzt dieses Essen mir holen können. Ist doch schön. Aha. Okay, ein Pass, mit dem wir ein Führerschein oder sowas, mit dem können wir... Der wurde von der hier ansässigen Militärhauptquartier wurde das ausgestellt an diesen Robert. Uns nützt das nichts, aber es könnte für jemanden sehr wertvoll sein, der damit irgendwie arbeiten kann. Vielleicht können wir damit ja dann in irgendein Militärgebäude eindringen, aber der könnte mit sowas arbeiten. Ich weiß nicht, wo ich damit hin muss. Bin echt überfragt. Ja, die Frage ist, hier steht, was ist das denn? Leave me last warning. Wo kommt der denn her? War der schon die ganze Zeit da? You made a mistake. Scheiße, jetzt kommt er an, will mich töten. Ich renne mal wieder weg. Tut mir leid, ich bin gerade echt... Ich finde es gerade vollkommen... Mir ist eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen, weil auf einmal ein Typ ankam. War der jetzt die ganze Zeit in diesem Haus? War der im oberen Stockwerk oder was?
Das gibt's ja gar nicht, krass. Der Robot war also wirklich noch da. Vielleicht ist er auch erst aufgetaucht, nachdem ich jetzt dieses Event getriggert habe und seine Sachen geklaut habe. Ihr seht, der Winter ist ausgebrochen übrigens und Scheiße. The attackers were very aggressive. Also das ist jetzt auch ganz interessant. Anhand dieser Meldungen kann man nachvollziehen, welche Stufe von Raid das war. Es gibt 4 Stufen und ich glaube, dieses Sie waren sehr aggressiv ist die 3. von 4 möglichen Aggressionsstufen. Wir konnten sie verscheuchen, keiner wurde verwundet. Wir haben nur 5 Munition verbraucht. Ich denke, das ist also alles gut gelaufen. Hier draußen kann man jetzt übrigens Schnee holen. Ich weiß nicht, ob man daraus... Ich lasse ja mal eine Stunde lang Schnee schippen. Ich weiß nicht, was man mit dem Schnee machen kann. Ob man den irgendwie in den Ofen packen kann und schmelzen kann oder so. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Was mit Phil? Der ist nur sehr hungrig, aber ist fit. Super. Das heißt, Phil kann aufstehen. Alex kann ins Bett gehen. Und dann lassen wir Phil doch jetzt erstmal... was kochen. Was fehlt uns denn hierfür? Wahrscheinlich Vegetables, ja. Aber ich kann hier... erstmal wieder ein paar Mahlzeiten zubereiten. Oh, ich breche das mal kurz ab, damit ich nicht das komplette Raw Food verbrauche. Na, jetzt muss man die Animation erstmal abbrechen. So machen wir das. Jan ist immer noch am eisigen Eis sammeln. Da können wir uns auch jetzt Raw Food gleich holen. Aber Flip holt sich jetzt erstmal was zu essen. Jan ist fertig. Ja, komm, Jan, dann lass du dich auch hinlegen. Wir gucken mal kurz nach. Jetzt haben wir hier. Wo ist es? Sag mal, ich bin blind, hat Jan nicht gerade Schnee. Da ist es. 4 Schnee. We can melt it into water. Ja, aber die Frage ist, wo? Ich gehe mal runter. Und zwar zum Ofen. Aber da kann ich nur Holz nachlegen. Ich gehe zum Regenwasserkollektor. Ach, jetzt wird's spannend. Can I stay? Oh Gott, da kommt jemand. Ja. Also wir lesen es mal. We can melt it snow from the pilot side. Ja gut, aber wie kriege ich das, den Snow denn dann zum Wasser? Muss ich das nur lang genug behalten? Ich bin gerade vollkommen überfragt. So, jetzt machen wir aber erstmal wieder die Falle scharf. Und gucken noch mal kurz hier hin. Können gerade sowieso nichts machen. Dann gucken wir noch mal, wer sich jetzt da, wer sich jetzt hier einsteigt. Wir haben 16 Grad, ist also muckelig warm im Haus. Maybe you can think this through. Ja, ich überleg's mir. Boris. Oh, ist das langweilig. Boris ist so ein alter, dicker Sack. Aber der kann, der hat 17, der hat ein Backpack von 17. Das heißt, Boris kann mitarbeiten. Er ist leider sick, das heißt, jetzt nehme ich erstmal diesen Sack auf und der ist erstmal krank. Toll. Also werde ich Boris jetzt erstmal die Tabletten hier geben und ihn dann dahin schicken, wo er hingehört, und zwar in den Keller, ins Bett. Boris hat noch eine besondere Eigenschaft. Er ist stark, aber slow. Das werdet ihr auch sehen, der ist jetzt am Rennen und der ist super langsam. Hab ein paar Kilo zu viel drauf, tut mir auch ein bisschen leid, aber tja. Boris soll mir mal lieber erklären, wie ich Schnee schmelzen kann. Ich meine, das kriege ich zwar irgendwie hin, aber ich weiß nicht genau wie. Wir gucken nochmal kurz ins Radio rein. Da scheint sich aber auch nicht so viel Neues zu ergeben. Das heißt, ich denke, dass wir die Runde an der Stelle auch einfach beenden können und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Remastered. Bis dahin, alles Gute.